Ich grüße dich, hier ist Aki Hoffmann. In vergangenen Jahrhunderten war es ja üblich, dass die Pianisten in den Konzerten auch improvisiert haben, oder sogar vor allem. Und auch wenn es Usus war, dass also das Publikum das auch wusste, dass man improvisiert, wurden sie manchmal gefragt, ja, kannst du das eigentlich auch beweisen, dass du das jetzt spontan erfunden hast und nicht, ja, zu Hause vorbereitet und uns als Improvisation vorgeführt hast, also als jetzt erfunden. Und eine super Möglichkeit war natürlich, ihnen spontan eine Aufgabe zu geben, über die sie improvisieren sollten. Und das kann zum Beispiel eine poetische Ansage sein, aber es konnten auch musikalische Themen sein. Also üblich war zum Beispiel, dass man über ein Thema, was aktuell in irgendeiner coolen Oper gelaufen ist, ja, so ein beliebtes, populäres Stück, darüber improvisieren sollte. Und dann kannten natürlich alle diese Melodie. Aber es war auch so, dass man ihnen zum Beispiel ein kleines Thema gegeben hat, musikalisch. Und ich weiß nicht, wie das genau damals war, aber ich mache es jetzt so, dass ich mir manchmal drei Töne geben lasse. Und zwar vom Publikum. Und zwar von drei verschiedenen Personen. Und das habe ich im letzten Konzert gemacht. Da wurde mir der erste Ton genannt, ein H. Dann habe ich nach dem zweiten Ton gefragt und es kam ein F raus. Ja, und jetzt hört ihr schon selbst, das ist ein sehr ungewöhnliches Intervall. Oder ein, ja, nämlich das ist der Tritonus oder anders ausgedrückt, er spaltet die Oktave genau in der Mitte. Und deswegen wurde es manchmal auch das teuflische Intervall genannt, spaltend. Und Gott sei Dank kam dann als dritter ein beruhigendes, besänftigendes Fis. Ja, und in der folgenden Improvisation, die ich also da aufgenommen hatte, in dem vergangenen Konzert, habe ich also über diese drei Töne improvisiert. Ich habe gerade am Anfang sie mehrmals gespielt, dann, damit sind sie im Raum. Das ist einerseits für den Zuhörer angenehm, dass er das Motiv verfolgen kann, andererseits auch für mich als Spieler, weil ich durch das Erklingen dieser Töne auch eben Inspiration bekomme. Also, ich wünsche euch viel Freude beim Hören und ja, bis bald.